Willkommen zum Medius 2021. Der Medius ist ein Preis für innovative, wissenschaftliche und praxisorientierte Abschlussarbeiten im Medienbereich oder eben auch in der Medienbildung. Und dieser Preis konzentriert sich dabei darauf, dass also der Transfer zwischen Wissenschaft und Praxis noch stärker funktionieren kann. Wir wollen damit internationale und eben auch interdisziplinäre Perspektiven noch viel stärker fördern, denn wissenschaftliche Abschlussarbeiten können natürlich sehr viel dazu beitragen, dass eben genau dieser Austausch noch besser funktioniert, dass wir noch besser unsere mediatisierte Gesellschaft und auch den strukturellen Wandel in der Gesellschaft, in der Medienlandschaft besser verstehen. Und deswegen holt der Mediuspreis junge Forschung ans Licht. Und wir wollen also heute mit diesem Preis den jungen Menschen und ihrer Forschung noch die gebührende Wertschätzung geben, die eben auch für ihre Forschung vorhanden sein sollte. Seit 2008 wird der Medius schon bereits vergeben, und zwar von der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen, der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur, der Medienanstalt Berlin-Brandenburg und dem Deutschen Kinderhilfswerk. Und mit in der Jury waren auch, wie immer, in diesem Jahr auch noch zwei weitere Vertreterinnen aus den Hochschulen, Judith Ackermann und Sven Stollfuß. Und damit möchte ich jetzt zu Frau Dr. Katrin Rothemund kommen, von der MABB und auch Teil der Jury. Das heißt, du weißt sehr genau, liebe Katrin, wie viele Einreichungen es in diesem Jahr gab. Wie viele Leute haben sich denn um den Mediuspreis gerissen? Ja, wir haben uns dieses Jahr wirklich sehr gefreut, weil wir wirklich auch deutlich mehr Einreichungen bekommen haben als im letzten Jahr oder in den letzten Jahren. Wir haben 29 Arbeiten bekommen. Ich habe so einen kleinen Spickzettel mitgebracht, weil die sich auch ganz gut verteilen. Wir haben auch ganz schön ausgewogen zwischen Bachelor- und Masterarbeiten. Wir haben 12 Bachelorarbeiten, 17 Masterarbeiten und von insgesamt 21 Hochschulstandorten. Also das zeigt auch, in der deutschsprachigen Forschungslandschaft passiert relativ viel. Und die Hochschulen haben den Preis auch so im Blick. Und kann man auch so ein bisschen an den Themen erkennen, ob es vielleicht auch so eine Art Trend gerade gibt, was eben gerade ganz besonders wichtig ist in der Forschung? Also ich glaube, es gibt immer so wiederkehrende Themen, die Aspekte des Jugendmedienschutzes oder des Jugendschutzes betreffen, die klassische medienpädagogische Arbeiten aufgreifen. Uns hat durchaus auch gefreut, dass in dem Jahr auch passend zum Sommerforum auch das Thema Diversität in ziemlich vielen Arbeiten auch eine größere Rolle gespielt hat. Und von daher, das wäre so ein bisschen meine Tendenz, die ich ablesen würde, dass das schon etwas ist, was in einigen Arbeiten vorkommt. Aber insgesamt haben die eingereichten Arbeiten gezeigt, wie breit das Feld ist und was für tolle Arbeiten im deutschsprachigen Raum geschrieben wurden. Wir zeichnen ja jetzt gleich vier junge Forschungen, muss man sagen, aus. Und wir wollen natürlich auch, dass das so weitergeht. Sprich, man kann sich jetzt auch schon wieder bewerben. Wo geht dann die Bewerbung hin und bis wann kann man sich bewerben? Genau, also man kann sich bewerben bis Ende Februar nächsten Jahres. Also es ist jetzt auch, also alle, die jetzt am Schreiben sind, man kann noch abwarten, bis die Gutachten da sind und dann direkt eine E-Mail an uns. Das geht unter anderem an die MABB, medius@mabb.de. Und alle weiteren Informationen findet man eben auch auf den unterschiedlichen Webseiten der der Organisationen, die den Preis vergeben. Von daher, wir freuen uns auf ganz viele Arbeiten. Wir, auch wenn es für die Jury nicht einfach ist, viele Arbeiten zu begutachten oder zu bewerten, es dürfen gerne auch noch mehr werden als 29. Auch wenn ihr wollt eure Perspektiven auch noch erweitern. Ja, wir wollen erweitern und die Jury möchte das nächste Mal vielleicht einfach so zwei Tage lang diskutieren. Wir hatten viel zu diskutieren. Es hat aber auch große Freude gemacht, tatsächlich über so tolle Arbeiten sprechen zu können. Vielen Dank, Katrin. Dann kommen wir jetzt nämlich genau auf diese vier Arbeiten zu sprechen. Wir vergeben heute nämlich vier Preise, wobei wir zwei zweite Plätze und zwei erste Plätze haben. Wir kommen also zum ersten zweiten Platz. Und da kommt die Laudatio von Professor Judith Ackermann. Sie ist Forschungsprofessorin für digitale und vernetzte Medien in der sozialen Arbeit an der FH Potsdam und ist uns zugeschaltet. Hallo. Hallo, Theresa. Ja, da freue ich mich. Darf ich direkt starten? Sehr gerne. Okay, also ich bin ja schon ein bisschen aufgeregt und finde es auch super, dass ich quasi direkt den ersten, zweiten Platz verkünden darf. Und wir machen es natürlich so ein bisschen spannend. Das heißt, wir nähern uns über die Arbeit an die Person, die dann diesen Preis gewonnen hat. Und genau, es handelt sich um eine Masterarbeit, die im Studiengang Pädagogik und Management in der sozialen Arbeit an der TH Köln verfasst wurde.
und die sich mit einem für die medienpädagogische Praxis wirklich äußerst relevanten, aber eben noch nicht ausreichend erforschten Feld auseinandersetzt. Und das ist das der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Ausgangspunkt in der Arbeit ist der Widerspruch zwischen der Tatsache, dass sich einerseits gerade für die Adressatinnen stationärer Erziehungshilfe ein deutlicher Mehrbedarf im Bereich Ausbildung von Medienkompetenzen ausmachen lässt, weil man nicht davon ausgehen kann, dass es schon in der Herkunftsfamilie eine angemessene Medienerziehung gab. Andererseits ist aber gerade die Medienerziehung in den entsprechenden Settings mitunter oft ein vernachlässigtes Thema. Und die Arbeit versucht jetzt eben, ja, einen Hinweis oder Hinweise für die Auflösung dieses Widerspruches zu liefern und hat dazu an die 200 Fachkräfte aus Einrichtungen der stationären Erziehungshilfe in Deutschland zu dem Thema befragt. Und im Fokus stehen zum einen die eigene Medienkompetenz, die medienbezogenen Einstellungen sowie Qualifikation und Fortbildungsengagement. Zusätzlich geht es um die Rahmenbedingungen der Einrichtungen sowie die medienerzieherische Praxis im Arbeitsalltag. Und die Analyse der Arbeit zeigt, dass den Fachkräften Medienerziehung wichtig ist und das aber positiv damit korreliert, wie stark sie ihre eigene Medienkompetenz einschätzen. Allerdings ist es so, dass nur etwa die Hälfte der Befragten medienpädagogisches Wissen schon im Rahmen der Ausbildung erworben haben und auch ein Großteil keine entsprechenden Fortbildungen gemacht haben. Es zeigt sich aber, dass die Verhandlung von medienpädagogischen Inhalten in der Aus- und Fortbildung es eben den Fachkräften erleichtert, Medienthemen auch in die Praxis zu integrieren. Die Arbeit liefert somit aus Sicht der Jury wichtige Erkenntnisse für die Fachkräfteausbildung und besticht durch ein sauberes methodisches Vorgehen und eine wirklich beeindruckende Verzahnung von Theorie und Praxis. Und ich freue mich jetzt im Namen der kompletten Jury, den Medius an Jennifer Ackermann zu überreichen, mit der ich tatsächlich nicht verwandt und nicht verschwägert bin, und zwar für ihre Masterthesis mit dem Titel Herausforderungen Medienerziehung, Bedeutung digitaler Medien in der stationären Jugendhilfe. Ganz herzliche Glückwünsche. Herzlichen Glückwunsch, Jennifer Ackermann. Jetzt muss ich tatsächlich nochmal nachgucken, ob es die richtige ist. Also herzlichen Glückwunsch zu diesem wunderbaren Preis. Und Entschuldigung, du hast für deine Arbeit Fachkräfte befragt aus der stationären Jugendhilfe. Und du hast mir verraten, das wäre eine ganz schöne Herausforderung gewesen. Warum? Ich habe einfach noch nie so wirklich so eine große Studie durchgeführt. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es so gut funktioniert. Ich habe das Ganze über Facebook quasi immer wieder geteilt in diversen Gruppen für Fachkräfte. Und dachte auch erst noch, dass ich das vielleicht in einzelne Einrichtungen streue. Aber das hat so gut funktioniert, dass ich das bei dieser Facebook-Befragung belassen habe dann tatsächlich. Es sind ja fast 200 Leute zusammengekommen. Ja. Und wir haben eine Sketchnote für dich vorbereitet. Und ich hoffe, wir sehen sie auch gleich, die noch mal ein bisschen deine Arbeit widerspiegelt. Da ist sie, genau. Da ist nämlich genau im Zentrum eben auch die Fachkraft, die auch sagt, ich bin medienkompetent und die braucht aber natürlich noch ein paar Dinge an die Hand gereicht. Was war denn für dich die Motivation zu deiner Masterarbeit? Also warum hast du dich ganz speziell für die Jugendhilfe interessiert? Also ich bin selber jetzt seit mittlerweile fast 10 Jahre in der stationären Kinder- und Jugendhilfe tätig, also vom Beginn meines Studiums, vom Vorpraktikum bis jetzt immer noch. Und mein zweites großes Interessengebiet war immer so die Medienpädagogik und ich wollte das gerne einfach jetzt in meiner Masterarbeit zusammenbringen. Und ich habe halt in meiner Arbeit immer wieder gemerkt, dass digitale Medien so vernachlässigt sind in der stationären Kinder- und Jugendhilfe und dass das oft so hinten runterfällt, das Thema. Genau, und ich wollte einfach nochmal so eine Lanze verbrechen für die medienpädagogische Arbeit in stationären Einrichtungen. Weil, also oft scheitert es einfach schon daran, dass es gar keine digitalen Endgeräte für die Kinder und Jugendlichen gibt. Und ich glaube, wir haben alle gerade in der Corona-Zeit gemerkt, wie wichtig das ist, um irgendwie teilhaben zu können an der Gesellschaft. Und die Jugendhilfe hat einfach die Aufgabe, Benachteiligungen auszugleichen. Und da muss man definitiv in dem Bereich nachholen. Und ich weiß auch, also hast du auch eben gerade gesagt, du arbeitest immer noch in der stationären Jugendhilfe, suchst aber auch gerade einen Job. Vielleicht ist jetzt die Gelegenheit gekommen, noch mal kurz zu sagen, was du suchst. Vielleicht schaut ja jemand zu, der denkt, das könnte ganz gut passen. Ja, genau. Also dadurch, dass ich jetzt schon so lange in der stationären Kinder- und Jugendhilfe tätig bin, möchte ich mich einfach jetzt gerne ein bisschen umorientieren. Also gerne mehr wieder in Richtung Medienpädagogik. Ich mache gerade auch noch eine Weiterbildung in Kulturmanagement und habe einfach Lust auf Projektarbeit in kulturelle Bildung, Medienpädagogik mit Kindern und Jugendlichen. Bin da recht offen. Mal gucken, was so kommt. Ich hoffe, dass so langsam wieder was anläuft. Ich würde gerne mit einer Preisträgerin arbeiten. Also von daher viel Erfolg und danke. Herzlichen Glückwunsch noch einmal zum Mediuspreis. Bitte schön. Dankeschön.
Und damit kommen wir auch zum zweiten Platz, und zwar mit einer Laudatio von Cornelia Jonas von der Koordinierungsstelle Kinderrechte, Referentin für Medienbildung beim Deutschen Kinderhilfswerk. Dass jugendliche Lebenswelten heute von digitalen Medien durchdrungen sind, wird häufig und fast schon mantraartig wiederholt. Falsch wird es dadurch natürlich nicht. Nur erzählt es noch nicht so wirklich etwas darüber, wie Jugendliche zwischenmenschliche Beziehungen erleben und pflegen oder wie sie Konflikte, Werte und Zugehörigkeit aushandeln. Diese Identitätsarbeit ist ja aber gerade ein wichtiger Bestandteil der Jugendzeit. Es ist die Zeit, in der Heranwachsende sich mit ihrem Umfeld, mit der Gesellschaft und deren Normen auseinandersetzen. Eine sensible Phase also, gerade vor dem Hintergrund, dass digitale Medien auch Beleidigungen, Fake News oder Hasskommentare mit sich bringen können. Kinder und Jugendliche müssen sich hier zurechtfinden, damit sie teilhaben und digitale Medien, digitale Räume für sich nutzen können. Und sie müssen dafür, das zeigt die Masterarbeit, die wir heute auszeichnen, auch einiges auszuhalten und zu verarbeiten lernen. 12- und 13-Jährige erzählen in den qualitativen Interviews der Arbeit von erlebten oder beobachteten Ausgrenzungen, Beleidigungen oder Vertrauensbrüchen untereinander. Vor einem kinderrechtlichen Hintergrund ist das bedenkenswert, verletzt es doch das Recht von Kindern auf ein gesundes und nicht diskriminierendes Aufwachsen. Gleichzeitig verdeutlichen die Gespräche, dass die Jugendlichen durchaus Strategien haben, um mit dem Hate umzugehen. Und sie können von ihren Erfahrungen profitieren, wenn sie über verletzende Verhaltensweisen reflektieren. Damit liefert die Arbeit ein tolles Beispiel für die sich entwickelnden Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen. Die ausführliche Dokumentation des Anschluss- und Bewältigungshandelns bietet eine hervorragende Grundlage, um Jugendliche auf dem Weg zu unbeschwerter Teilhabe im Umgang mit Interaktionsrisiken gezielt zu unterstützen. Einer von zwei zweiten Preisen geht damit heute an eine Arbeit, die von der Perspektive Jugendlicher ausgehend beschreibt, wie eng Wertesozialisation und Mediensozialisation zusammenhängen. Liebe Julia Nickel, die ich hier auf dem Bildschirm gerade sehen, wir freuen uns, Ihre Arbeit mit dem Titel, Zitat, also natürlich wurde ich auch beleidigt, werteverletzendes Handeln in digitalen Sozialräumen, eine qualitative Untersuchung der Perspektive Jugendlicher, mit dem zweiten Preis des Medius 2021 auszeichnen zu dürfen. Herzlichen Glückwunsch. Liebe Julia, herzlichen Glückwunsch. Und auch für dich haben wir natürlich etwas vorbereitet. Hast du ein Paket schon von uns bekommen? Ja, das habe ich schon bekommen, gestern. Hast du es auch schon geöffnet? Habe ich schon geöffnet. Okay, super. Dann kennst du die Sketchnote, die haben wir auch nochmal hier, die also auch nochmal deine Arbeit zeigt. Und da finde ich, sieht man ja auch ganz schön, ne? Die Jugendlichen, die Dinge miteinander, ja, besprechen sozusagen online und wie das dann so funktioniert und dass sie da natürlich auch eben auf Inhalte stoßen, die sie eigentlich gerne nicht sehen wollten und natürlich eben dort auch nochmal negative Erfahrungen machen müssen. Und was eben deine Arbeit auch gezeigt hat, ist, also eigentlich machen fast alle Jugendliche Erfahrungen mit Hass und Hetze und trotzdem wissen sie ganz gut, wie sie eigentlich damit umgehen sollen, aber sie befolgen das dann nicht. Also sie gehen dann nicht zu den Eltern oder sie gehen nicht zu den Medienpädagoginnen. Hast du denn einen Tipp, wie man jetzt mit diesem Dilemma umgehen kann? Also was ich in den Interviews mit den 7 Jugendlichen oder mit den 11 Jugendlichen eigentlich, die ich befragt habe, denn die Auswertung sind ja dann 7 aufgenommen worden, auf jeden Fall gemerkt habe, ist, dass ein ganz großer Gesprächsbedarf trotzdem auf jeden Fall da ist. Ich meine, ich bin hingegangen und habe sie zu ihren Erfahrungen befragt und gerade bei so sehr negativen Erfahrungen ist ja gar nicht unbedingt klar gewesen, ob sie da jetzt so tiefgehend drüber reden können oder möchten. Aber ich habe schon gemerkt, dass sie da ein großes Interesse auch dran hatten, von ihren Erfahrungen zu berichten. Und ich denke, ein wichtiger Schritt wäre in pädagogischer Arbeit, zum Beispiel auch in Schulen, eben Gesprächsanlässe zu schaffen und Raum dafür zu geben, eben sich über diese Erfahrungen auszutauschen und eben natürlich Medienkompetenz zu vermitteln und dann eben angemessen auch mit diesen Erfahrungen, die sie zwangsläufig machen müssen, scheinbar, eben auch umgehen zu können. Mhm. Genau. Für dich ist es ja jetzt auch schon weitergegangen nach der Masterarbeit. Also du bist jetzt Mitarbeiterin am Zentrum für Lehrerinnenbildung und Schulforschung an der Uni Leipzig. Und da geht es eben auch darum, digitalisierungsbezogene Kompetenzen noch fester eben in der Lehramtsausbildung auch zu verankern. Was glaubst du denn jetzt so nach der ersten Zeit dort an dem Zentrum, was sind für dich so die zentralen Punkte, wo du sagst, das muss auf jeden Fall in die Lehramtsstudiengänge mit rein?
Genau, also es geht da ja vor allem auch um mediendidaktische Fähigkeiten, eben Medien zum Lehren und zur Vermittlung von Fachinhalten einzusetzen. Das ist natürlich ein großes Thema, aber eben aus der medienpädagogischen Sicht und damit ja auch anknüpfend an meine Masterarbeit finde ich eben auch diesen Bereich der Medienerziehung sehr wichtig. Und ich denke, der sollte gerade aktuell dann nicht hinten runterfallen, wenn man sich viel mit Tools und digitalen Medien beschäftigt, sondern eben auch dass man sich mit der Frage beschäftigt, welche Kompetenzen das eigentlich sind, die gefördert werden müssen, um, ja, um eben auch in diesen digitalen Sozialräumen genau angemessen handeln zu können und sich zurechtzufinden als Kinder und Jugendliche. Und ich denke, das sollte auch Aufgabe der Schule sein. Genau. Dann vielen Dank, Julia, und einen herzlichen Glückwunsch auch nochmal zum Medius-Preis. Blümchen kann ich leider nicht überreichen, da du uns zugeschaltet bist. Aber ich hoffe, du findest die Gelegenheit, heute noch ein bisschen zu feiern. Vielen Dank. Und damit kommen wir auch zum ersten Preis. Wie gesagt, wir haben zwei erste Preise und wir fangen mit einem davon an. Die Laudatio kommt von Sven Stollfuß. Er ist Juniorprofessor für digitale Medienkultur an der Uni Leipzig und er hat uns dieses kleine Video hier zugeschickt. Hallo, ich grüße Sie alle sehr von den Südwestdeutschen Medientagen in Landau. Weil ich leider nicht persönlich bei Ihnen in Berlin sein kann, was ich sehr bedauere, habe ich meine Laudatio für die Preisträgerin digital vorbereitet. Die Nutzung von medienunterstützten Lernmaterialien hat sich in vielen gesellschaftlichen Bereichen als sinnvoll, motivierend und zielführend erwiesen. Dazu können besonders audiovisuelle Lernformate aufgrund ihrer medialen Verfasstheit beitragen. Für das Erlernen von Gebärden bei Kindern mit kognitiven und kommunikativen Beeinträchtigungen jedoch existieren bislang nur wenige audiovisuelle Lernangebote. Dabei können sie für Kinder und Eltern sehr hilfreich sein. Denn audiovisuelle Medien bieten eine simultane Darstellung von auditiven und visuellen Informationen und können so besonders zur Förderung des Erwerbs von Gebärdensprachkommunikation beitragen. Da mittlerweile auch mobile Endgeräte wie das Tablet stark in unsere alltägliche Mediennutzung eingebunden sind, kann eine darauf ausgerichtete Bereitstellung von Lernvideos eine Vielzahl von affektiv-sozialen Erlebnissen bieten, die den Lernfortschritt weiter unterstützen. Die heute mit dem ersten Preis des Medius 2021 ausgezeichnete Masterarbeit, die am Zentrum für angewandte Spieleforschung der Donau-Universität Krems eingereicht wurde, hat sich genau damit befasst und eine bemerkenswerte Studie vorgelegt. Die Arbeit unterstreicht nicht nur den noch immer vorhandenen erheblichen Forschungsbedarf zum Einsatz von audiovisuellen Angeboten auf dem Tablet zum Erlernen von Gebärden bei Kindern und Eltern. Sie präsentiert auch ein entwicklungsorientiertes und alltagsintegriertes Konzept, das mit der Erstellung von Gebärdenlernvideos auch praktisch umgesetzt wurde. In Zusammenarbeit mit drei Familien wurden die Videos über einen Zeitraum von 4 Wochen getestet und evaluiert. Die Arbeit überzeugt nicht nur konzeptuell und theoretisch, sondern besticht auch durch eine kluge und zielführende Übersetzung der gewonnenen Erkenntnisse in die Praxis. Auf diese Weise leistet die Studie einen wichtigen Beitrag zur Förderung des medienunterstützten Erwerbs von Gebärdensprachkommunikation. Zusätzliche Überzeugungskraft gewinnt die Arbeit über den hohen Teilhabeaspekt und einen Ansatz, der die Perspektive der Kinder in den Mittelpunkt stellt. Die in sich schlüssige, materialreiche und innovative Arbeit hat uns als Jury sehr begeistert. Daher freue ich mich, Maike Kruse-Leon für ihre Masterarbeit eine qualitative Studie über den Einsatz von audiovisuellen Lernangeboten auf dem Tablet zum Erlernen von Gebärden bei Kindern mit kognitiven und kommunikativen Beeinträchtigungen und deren Eltern mit dem ersten Preis des Medius 2021 auszeichnen zu dürfen. Ganz herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch, liebe Maike Kruse-Leon. Ich sehe ja auch große Freude auf dem Gesicht. Wo sitzt du denn gerade? Denn du bist uns ja auch zugeschaltet und heute nicht bei uns in Berlin. Wo bist du gerade? Im Moment sitze ich gerade in der Dominikanischen Republik, genau. Oh, das ist ja toll. Was machst du dort? Mein Mann arbeitet hier und wir sind hier im Moment, ich bin in Elternzeit und wir verbringen hier die Zeit im Moment in einem Kinderdorf von der Organisation Nuestros Pequeños Hermanos, unsere kleinen Brüder und Schwestern. Wunderbar, das klingt auf jeden Fall nach einer tollen Zeit und herzlichen Glückwunsch auch zu dem Nachwuchs, den es offensichtlich gegeben hat nach der Masterarbeit. Und da sind wir auch direkt wieder beim Thema Familie, denn wir sehen es auch gerade auf der Sketchnote, die dich hoffentlich schon erreicht hat oder bald erreichen wird. Wir haben also auch deine Arbeit in ein kleines Bild verewigt, die Eltern da ganz vorne, die also vor dem Problem eben stehen, nun Gebärden lernen zu müssen oder noch mehr Gebärden, um besser mit ihren Kindern kommunizieren zu können. Und ich weiß, dass du vor allen Dingen die Arbeit mit den Familien so schön fandst im Zusammenhang mit deiner Masterarbeit. Was ist dir denn da ganz besonders in Erinnerung geblieben? Genau, also ich glaube, bei der Masterarbeit wollte ich auf jeden Fall ein Thema haben, was mich eng mit den Familien, wo ich aktiv sein kann und eng mit Menschen zusammenarbeiten kann. Und ich habe die Familien dabei beobachtet, wie sie die Videos angeschaut haben. Das waren kleine Geschichten mit Gebärden. Und es war einfach so schön, die Familie zusammen auf der Couch zu sehen und zu sehen, wie das Kind, das die Beeinträchtigung hat, schon die ersten Gebärden wie der Gorilla oder so mitgemacht hat, aber auch die Geschwister sehr daran sich beteiligt haben. Und genau das war auch was ganz Besonderes, dass dadurch ein gutes Verständnis für das, was Gebärden sind oder welche Kommunikationsprobleme Menschen oder Kinder mit kommunikativen und kognitiven Beeinträchtigungen haben können, dass das gut im näheren Umfeld und der Familie geschaffen worden ist. Genau. Und die Familien hatten so viel Spaß und auch nachher, ich habe die Eltern interviewt, es wurden so viele schöne Erlebnisse erzählt, was sie von den Geschichten mitnehmen konnten. Beispielsweise haben viele Eltern immer auf die Gebärden, ich habe Hunger, ich habe Durst oder ich muss auf die Toilette. Aber durch die Geschichte kamen auch mal Gebärden oder Wörter ins Spiel wie ich hab dich lieb oder gute Nacht. Genau was sonst im Alltag so ein bisschen verloren geht, wenn man sonst so auf die Bedürfnisse oder die Grundbedürfnisse guckt, aber dass auch sowas ein Bedürfnis ist, wird dann nochmal ganz deutlich. Wie bist du denn zum Thema Gebärden gekommen? Also ich arbeite in einer Beratungsstelle für unterstützte Kommunikation und assistive Technologien in der Stiftung Kreuznacher Diakonie in Bad Kreuznach. Und dort werden Menschen beraten, die nicht sprechen können. Also die können hören, aber sie können sich halt nicht über den Mund mitteilen. Und dort ist es halt so, dass halt auch viele Kinder und Erwachsene mit geistiger Behinderung sind, die zwar hören und verstehen können, aber das, was sie im Kopf haben, nicht ausdrücken können. Und da sind halt Gebärden ein super Medium und es macht auch total viel Spaß, Gebärdensprache zu lernen und mit den Kindern gemeinsam zu üben. Und darüber, bin ich zu Gebärden gekommen, ja. Du hast ja eben Videos produziert, die eben dabei helfen sollten, im Alltag noch besser lernen zu können, das besser in den Alltag zu integrieren. Und ich weiß, du würdest eigentlich gerne noch mehr dieser Videos produzieren. Woran scheitert es jetzt gerade und wie könnte man dich unterstützen? Genau. Also die ganze Masterarbeit war ja auf freiwilliger Basis. Und jetzt wäre es halt schön, noch ein bisschen Fördergelder zu haben, um
entweder ein paar Videos noch weiter zu produzieren oder, wenn die Fördergelder ausreichen, vielleicht auch eine Plattform oder eine App zu entwickeln, wo die Bücher mit den entsprechenden Videos bereitgestellt werden können und an die Interessenten weitervermittelt werden können. Genau, das wäre super, wenn da sich Leute oder Stiftungen oder Organisationen sich bereit erklären würden, dort ein Budget zur Verfügung zu stellen. Weil wirklich die Familien als letztes im Interview gesagt haben, wir möchten mehr von diesen Büchern haben oder von diesen Videos. Das hat uns so gut geholfen, mit unserem Kind in Beziehung zu gehen und auch eine bessere Kommunikation zu schaffen. Dann hoffen wir, dass das passiert. Wie könnte man dich erreichen, wenn jetzt jemand zugeschaut hat, der denkt, oh, Maike Kruse-Leon muss ich dringend kontaktieren, weil ich habe Geld? Also am besten dann per E-Mail. Das ist Maike Hein noch, also noch mein alter Name, Maike mit EI und H-E-I-N, maikehein86@googlemail.com. Genau. Dann drücke ich auf jeden Fall, liebe Maike, die Daumen, dass sich jemand melden möge. Ansonsten wünsche ich natürlich auf jeden Fall eine tolle Zeit noch am anderen Ende der Welt gerade im Moment. Und herzlichen Glückwunsch nochmal zum Mediuspreis. Danke, auch vielen Dank für eure Arbeit. Ja. Und damit kommen wir nun auch zum zweiten und letzten ersten Platz für heute beim Medius. Und die Laudatio hält Dr. Katrin Rothemund von der MABB, die wir gerade eben ja schon mal kennengelernt haben. Hallo Katrin. Hallo. So, leider gibt es oft keinen Otis Milburn, der eher ungewollt zum Sexperten wird, seine MitschülerInnen bei Beziehungsproblemen berät, sie über sexuelle Praktiken und Geschlechtskrankheiten aufklärt. Was in der Netflix-Serie Sex Education auf humorvolle Art und unter Berücksichtigung unterschiedlichster sexueller Identitäten und Begehrensformen informell durch einen Schüler geleistet wird, steht nicht nur in der Serie konträr zur Vermittlungspraxis im Sexualkundeunterricht. Insbesondere junge Menschen in der LGBTIQ+-Community erhalten dort oft nicht ausreichende oder schlichtweg falsche Informationen. Wenn nun aber kein Otis für Fragen bereitsteht, dann bleibt vielen nur das Internet. Hier setzt nun die von uns ausgezeichnete Arbeit an, denn sie fragt nach den Motiven, dem Suchverhalten und den Effekten der Internetrecherche zu Fragen queerer, junger Erwachsener rund um Sexualität und sexuelle Gesundheit. Sie leistet durch eine explorative Befragung in der Zielgruppe einen wichtigen Beitrag dazu, die Forschungslücke zu solchen Online-Angeboten zu schließen und verknüpft dazu versiert Ansätze der Kommunikations- und Medienwissenschaft, der empirischen Bildungsforschung und der Gender Studies. Die Arbeit zeigt, wie wichtig es ist, Nachrichten- und Informationskompetenzen junger Menschen zu stärken, damit die im weitgehend unregulierten Raum des Internets gefundenen Informationen kritisch hinterfragt, überprüft und eingeordnet werden. Vor allem zeigt die Arbeit aber den grundsätzlichen Bedarf für bessere Aufklärungsmaterialien und einen offenen intersektionalen Dialog im Rahmen des Sexualkundeunterrichts auf. Als einer von zwei ersten Preisen geht der Medius 2021 an Anna Seikel und Antonia Zerres mit der Bachelorarbeit Sex Education 2.0, an exploratory study on how queer young adults use the Internet for information and sexual health and sexuality. Herzlichen Glückwunsch zur Auszeichnung dieser klugen Arbeit, die zeigt, wie mit zwei Stimmen ein wissenschaftlicher Text entstehen kann, der durch seine kritisch-reflexive Perspektive und seine fachliche Expertise überzeugt. Und um mit Otis Worten zu enden, it shouldn't matter what anyone in the school thinks, you are who you are. Don't let anyone take that away from you. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch an Antonia und Anna. Und Antonia ist bei mir und Anna ist uns zugeschaltet. Anna, von wo bist du uns denn gerade zugeschaltet? Bist du auch am anderen Ende der Welt? Nein, ich bin tatsächlich nur eine Zugstunde entfernt in Leipzig an meinem Schreibtisch. Genau. Ja, wunderbar. Trotzdem schön, dass du zu uns gefunden hast über digitale Kanäle.
Wir würden auch gerne mal einen Blick noch mal auf die Sketchnote werfen, denn auch ihr bekommt natürlich eine Sketchnote, die noch mal verbildlicht, wie eure Arbeit eigentlich aussieht. Und da sehe ich natürlich auch direkt wieder die Jugendlichen oder die Kinder, die mit euch eben gesprochen haben, was ihnen eigentlich fehlt im Unterricht, worüber sie vielleicht nicht aufgeklärt oder falsch aufgeklärt worden sind. Und wenn du jetzt mal zurückdenkst, was ist dir da so in Erinnerung geblieben, was vielleicht besonders unverständlich war, was Sie für Erfahrungen gemacht haben eben im Unterricht, ja, im Sexualkundeunterricht? Ich glaube, wenn es um die Erfahrungen im Sexualkundeunterricht geht, ist das größte Takeaway, dass es keine Informationen gibt. Es ist in Deutschland ja nochmal anders im amerikanischen Raum, nochmal weniger religiös geprägt, würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen, dass nicht viele falsche Informationen und noch mehr keine Informationen im Raum stehen. Das heißt, das meiste, was die Teilnehmer in unserer Interviews uns erzählt haben, ist, dass sie einfach keine Worte dafür hatten, was sie gesucht haben. Dass vor allem die, die jenseits von schwul und lesbisch sich identifizieren, enorme Schwierigkeiten hatten, herauszufinden, was ist los mit mir? Mhm. Und dass da das Internet dann eben so ein Zugriffspunkt war, um erstmal einen Anfang zu finden, auch wenn es da natürlich dann andere Schwierigkeiten und Herausforderungen birgt. Und das sehen wir ja auch auf der Sketchnote. Also der nächste Schritt ist dann sozusagen der ins Internet und dann eben zu so gucken, okay, was mache ich jetzt damit, mit dem, was ich da irgendwie fühle? Und gleichzeitig stößt man da eben auch wieder auf Informationen, die vielleicht auch nicht immer geeignet sind, die dann wiederum vielleicht falsch sind. Und ich frage mich so ein bisschen, also wenn Jugendliche negative Erfahrungen machen im Netz, ist dann die breitere schulische Aufklärung eigentlich der Schluss, den man ziehen muss, dass man also da schon auf die gesicherten Informationen zurückkommt, oder macht man diese Erfahrungen oder diese schmerzhaften Erfahrungen natürlich trotzdem auch im Netz? Also man kann das Dilemma eigentlich gar nicht auflösen, Antonia? Naja, ganz auflösen vielleicht nicht, aber es gibt zumindest Zahlen dazu, dass Jugendliche eigentlich eher ihre Eltern oder vielleicht Lehrkräfte fragen würden. Aber wenn dann irgendwie das Vertrauen fehlt oder die Offenheit, dann wird eben doch eher aufs Internet zugegriffen. Mhm. Und da kommt natürlich wieder das Stichwort Medienkompetenz ins Spiel, gerade wenn man dann noch jünger ist und vielleicht nicht einschätzen kann, wo man irgendwie auf die Quellen vertrauen kann und wo nicht. Dann wäre es natürlich gut, wenn man vielleicht auch wenigstens da dann den Mut hätte zu fragen. Und gerade wenn man das Gefühl hat, man kann über bestimmte Themen nicht reden mit Erwachsenen, dann wird man sich vielleicht auch hüten, gerade zu diesen Themen dann zu fragen, auf welche Website man zugreifen sollte. Und wenn wir es mal ganz praktisch machen, habt ihr denn tatsächlich einen Tipp für jemanden, der sagt, ich traue mich eben auch nicht zu fragen, habe in der Schule nicht gute Antworten bekommen oder keine Informationen, wo kann man denn dann da gesichert sozusagen hingehen? Naja, es ist immer so ein bisschen die Frage, es gibt natürlich viele Organisationen, die an sich gute Informationen bereitstellen, aber letzten Endes geht es dann eben oft nicht um Sachinfos, sondern Leute suchen vielleicht Anschluss, suchen Leute, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, eigentlich dieses Interpersonelle. Mhm. Und das kann natürlich ein Verband, der jetzt irgendwie einen Artikel auf einer Website veröffentlicht, schlecht geben. Das heißt, tatsächlich machen, glaube ich, viele Leute dann gute Erfahrungen auf YouTube, wo es dann irgendwie Personen gibt, die eine große Anhängerinnenschaft haben. Und dadurch kann man so ein bisschen einschätzen, ob die gut sind sozusagen. Aber ja, es ist so ein bisschen ein Dilemma, weil eben genau dieses Persönliche eigentlich das ist, was viele Leute suchen online. Und nun war das eine Bachelorarbeit von euch. Das heißt, es liegt noch ein Weg vor euch. Wie geht es jetzt weiter? Und spielt das Thema, was ihr in eurer Bachelorarbeit beackert habt, auch noch weiterhin eine Rolle für euch? Vielleicht erst mal Antonia und dann kommen wir auch noch mal auf Anna kurz zurück. Also ich studiere jetzt im Master Politikwissenschaft und versuche zumindest das ein bisschen einzubringen in meine Arbeiten, die ich jetzt so schreibe und vielleicht auch in meine Abschlussarbeit, weil ich irgendwie gemerkt habe, so, dass dieser ganze politische Aspekt davon mich sehr gecatcht hat. Und mal sehen, aber in welche Richtung es tatsächlich am Ende geht. Und Anna, wie geht es für dich jetzt weiter nach der Bachelorarbeit? Ich habe auch im Oktober mein Masterstudium angefangen in European Studies, also in Europastudien. Hat nicht direkt was mit Queer-Feminismus oder wie auch immer man die Arbeit einordnet zu tun. Aber ich merke schon auch, wie ich jetzt in den Hausarbeiten, die anstanden, das Thema immer gerne verarbeite. Jetzt zum Beispiel wurde in der EU über LGBT-Rechte diskutiert und dann habe ich darüber eben eine Hausarbeit geschrieben. Und ich hoffe auch, dass es vielleicht in meiner Abschlussarbeit weiter einen Weg da
reinfindet, weil wir ja auch im Rahmen unserer Arbeit gemerkt haben, wie wenig es auch im akademischen Feld genau dazu gibt. Also auch damit der große Aufruf, eben nochmal bessere Materialien zu entwickeln, damit also Menschen, die sich jenseits von hetero irgendwo sehen, auch die nötigen Informationen finden. Damit also herzlichen Glückwunsch nochmal an euch. Und ich kann natürlich jetzt nur eine Urkunde und ein Blümchen überreichen. Danke. Liebe Antonia, bitteschön. Und an Anna, an dich geht natürlich auch ein kleines Paket raus. Vielleicht hast du es auch schon erhalten, mit einer Sketchnote natürlich auch. Und in diesem Sinne weiterhin alles Gute für euch, für die weitere Laufbahn. Und vielleicht hören wir ja nochmal mit der Masterarbeit wieder voneinander. Dankeschön. Und für alle anderen gilt, wer Lust hat, sich also auch für den Medius-Preis zu bewerben, der also auch gerade eine Arbeit schreibt im Medienbereich, der kann sich also gerne bei uns bewerben. Im nächsten Jahr findet auch wieder eine Medius-Preis-Verleihung statt. Und Bewerbungen gehen noch bis zum 31. Januar 2022 bei uns ein. Das heißt, ihr könnt also gerne eine E-Mail schicken an medius@mabb.de. Und wie Katrin vorhin auch schon gesagt hat, wir freuen uns also über zahlreiche und sehr vielfältige Einreichungen. Also bitte nicht zögern, sondern wenn ihr der Meinung seid, auch ihr habt einen Preis verdient, schickt uns gerne etwas. Damit kann ich mich für heute verabschieden von diesem Sommerforum Medienkompetenz und dem Mediuspreis 2021. Alles, was Sie heute hier gesehen haben, wird auch noch einmal wiederholt werden hier bei Alex Berlin, und zwar am 16. und auch noch mal am 19. Juni um 13 Uhr. Und auch wir werden auf dem Kanal der FSF und auch noch mal auf dem Kanal von Alex Berlin alles, was heute eben hier erzählt und besprochen worden ist, auch zum Thema Vielfalt, noch mal zugänglich machen. Ich möchte mich ganz recht herzlich bedanken an allen Gästen, die dabei waren, natürlich auch noch bei allen Preisträgerinnen, die heute mit dabei waren, bei allen Organisatorinnen und Organisatoren, die das Ganze überhaupt möglich machen, und natürlich auch bei Alex Berlin, dass wir heute eben auch in diesen Hallen sein konnten. Ich bin Theresa Sickertz und ich freue mich, dass ich Sie durch diesen Tag begleiten konnte, und damit wünsche ich Ihnen einen schönen Nachmittag. Bis zum nächsten Mal.